Test, Test. Warnung! Dieses Spiel kann Spuren von Gewalt gegen Untote enthalten. Zum Überspringen klicken. Ja, das stand da. Nichts anderes. Oha, wollte mich denn die Vergangenheitsluno hier zurückgelassen? Ach ja, ich erinnere mich. Na gut, schlafen. Wir sind ja hier in Sicherheit. Und ich hoffe, wir wachen nicht mitten in der Nacht auf. Oh Gott, das ist ja die beschissenste aller Uhrzeiten. Wir haben Schmerzen. Warum? Ach so, wahrscheinlich, weil ich auf dem Stuhl gepennt habe. Ja. Cool. Ja, Schmerzpillen würden helfen. Brauche ich dafür aber nicht. Ist Unsinn. Ich überlege bloß gerade, ob wir... Ja, aber das machen wir mal. Wir bringen mal kurz die Nacht irgendwie hinter uns hier. Das ist nur sinnvoll. Weil... Ich mag jetzt nicht hier mit euch im Dunkeln rumrennen. Ich habe auch irgendwie keinen Ton auf dem Ohr. Kann das sein? Moment, ich muss mal hier ganz kurz mein Windows. Ah, da ist er. So. Halsschmerzen. Was wollte ich machen? Ach ja, wir müssen die Nacht irgendwie überstehen. Dann machen wir... Huch, das wollte ich gar nicht. Auch interessant, aber... Dann machen wir ein bisschen Fitness einfach. Und zwar... Liegestützsprünge könnte man machen, ne? Ja, klar, warum nicht? Ist egal. Die bringen in der Summe halt am meisten, daher bin ich immer noch ein Fan davon. So. Und jetzt kann ich nämlich mich einfach hier nochmal schlafen legen. Ne? Sollte davon keinen Muskelkater kriegen und dann wachen wir perfekt auf. Genau. Perfekt. So. Draußen regnet es. Macht aber nichts. Wir gehen Zombies schnetzeln. Wir müssen Zombies schnetzeln. Ich erinnere mich, dass wir total umzingelt waren und alles. Und im Prinzip gar keine andere Wahl haben, als irgendwie uns unseren Perimeter hier zurückzuerobern. Ich werde auch mal nochmal der Sache mit diesem Bug nachgehen, mit der Lebensmittelvergiftung, was wir da vorletzte Folge hatten. Ich glaube, vorletzte Folge war es, ne? Ich will das mal irgendwie reproduzieren und als Bug melden. Oder vielleicht hängt es mit irgendeinem Mod zusammen. Ist auch nicht auszuschließen. Und ich denke auf jeden Fall, das ist mal eine Wert der Sache, auf den Grund zu gehen. Fakt ist, ich habe es bekommen, nachdem ich das Schmalz verzehrt hatte. Huch. Moment. Weg. Sollte es vielleicht ruhiger eingehen, oder? Ach. Jetzt gucke ich mal ganz kurz meine Perks an. Ob ich eigentlich... Habe ich hier irgendwas wie empfindlichen Magen oder sowas? Wir haben das. Ja, das ist dieses Durstig. Das ist da. Schwaches Immunsystem. Das wäre noch... aber da steht halt auch nichts mit Lebensmittelvergiftung. Das ist da Magenleiden. Lebensmittelvergiftung dauern kürzer statt länger. Spielfehler. Ja, eben nicht, ne? 100% Chance, dass eine Lebensmittelvergiftung... Ja, aber die ist normalerweise nicht tödlich, ne? Das ist der Punkt. Also ist zwar unangenehm und die zerrt auch HP, aber die bringt dich normalerweise nicht um. Zumindest nicht nach eben Nahrungsmittel. Und ich würde auch meinen, das Schmalz war in Ordnung. Oder? Vielleicht irre ich mich. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall mal ein bisschen drauf achten, was ich hier in mich reinstopfe. So. Bis dahin werde ich aber einfach ein bisschen schnitzeln hier. So, komm her, du. Oh. Na? Mal nicht. So, wie sieht's denn sonst aus bei euch? Ich wollte auch immer noch ein Bett klauen, wa? Das müssen wir, das erledigen mal die Folge, vorausgesetzt, wir kriegen es hier ein bisschen aufgeräumt alles. Ich werde nochmal hier reinschauen. Guck. Hallo. Ja, ich will gar nicht stören, ich will bloß mal Hallo sagen. Ja, kommen Sie zu meinem TED-Talk.
Der findet hier draußen statt. So. Hallo? Ja? Zombies liegen mir förmlich zu Füßen. So unwiderstehlich ist der geradezu zum Anknabbern. So. Nur für alle Fälle. Achso, hier habe ich schon entfernt, oder was? Hallo? Hallo. Warum ist hier keiner? Ach, hier ist mal einer. Uiuiui. Nee, nee, nicht. Ich, wenn, dann vor der Tür, bitte. Also, kommen Sie mal schön raus. Ja, genau so. So, besser. So, gucken wir mal, ob das jemand anlockt. In der Zeit könnte ich überlegen, ob ich hier meinen Corpse-Move mal mache. Hier ist das, war, ja. Machen wir mal. Oh nein, ich habe sie alle reingeschoben, oder? Ah, das ist ja behindert. Einfach nur einen ordentlichen Leichenhaufen haben. Ah, jetzt im Erdgeschoss, da macht es keine Auswirkung. So. Geht das? Mal. Leiche nehmen. So, Leiche fallen lassen. Ja, so ist gut. Ein SWAT. SWAT-Typi. Special Weapons and Tactics. Sag mal, warum habe ich denn keine Waffe? Egal, funktioniert ja auch. So, packen wir mal eins aus, weil ich das Zeug mag. Okay, dann schieben wir hier mal ein bisschen zusammen und dann können wir die ganzen Haufen mal durchsuchen. Ach, guck mal, die noch Werkzeuge. Ja, ganz interessant hier alles. So. Yep. Wie gut das geht. So. 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 Perfekt. So möchte ich das. Ein wunderschöner, runder Haufen bis auf den einen. So, das machen wir jetzt mal aus. Und scheinbar 100 Zombies ungefähr auf dem Haufen. Ach Gott. Ist erstmal Essen dabei. Das würde mich am meisten interessieren. Klebeband finde ich gar nicht mal schlecht. Jo. Gib das mal her. Haufen Waffen sind auch dabei. Ich nehme erstmal das Essen. So. Die kann ich, glaube ich, öffnen, ohne mir einen Schaden zuzulegen. Die Kalorien ja Schmalz, die ist schon lange wieder verbrannt hier mit der Sache. Aber wenigstens sind es ein paar weniger Zombies in der Stadt. Holzspeer. Den nehme ich mal. Was haben wir noch? Haben wir noch einen anderen Speer? Ich packe einfach mal alles, was hier unter Waffe läuft, nach draußen. So. Und dann gucken wir nochmal hier zurück in die Basis. Ist auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit vor uns. Darf ich hier reingucken? Dürfte ich theoretisch, wenn ich meine Ruhe hätte. Zettenflasher wäre. Ach, ich weiß nicht. Lohnt nicht so wirklich, ne?
Ja, aus Versehen. Ah, scheinbar scheint der Haufen doch noch draußen zu sein. Oh, was? Kamine. Ah. Kleinen Schlingel. Immer diese Zombies. Naja, kommt mal ran. Der Speer ist super. Na, wann kommt er? Da ist er. So. Ich kann auch mal entfernen. Ich werde auch nicht durchs Fenster reinklettern. Ich möchte wissen, wie viele noch drin sind. Oh Gott. So was. Ich mache mal eine kurze Kontrolle. Ja, hier zum Beispiel. Ja, egal. So. Hier ist keiner. Die Tür haben sie zerdroschen. Ist niemand. Hier ist niemand. Ist niemand. Hier ist erstaunlicherweise auch niemand. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Dann hole ich mal den Rucksack. Also, wir können immer noch Überraschungen lauern, keine Frage. Aber es wird sich wohl in Grenzen halten. Zumal ich wahrscheinlich gleich hier das Tor neu bauen werde. Ja. Aber erstmal zum Rucksack. Ja, du? Ja. Eingepiekst. Oh. Ja. Ihr seht schon ein paar spezielle. So, genau, die liegt da ja noch rum. 83 Kilo, die muss ich force equippen. Na. War hier was Interessantes drin? Ja, lauter Kartoffeln. Ah ja, und das Bett. So. Gut. Gefällt mir. Wir haben ja langsam wieder die Kontrolle. Ach, guck mal, hier liegt noch mein Vorschlag. Nee, ach, den hat der Zombie bei sich. Den Vorschlag kann man, ich erinnere mich. So. Dann mache ich jetzt noch mal was anderes. Sprit ist ja noch drin, ne? So. Das soll jetzt sämtliche Zombies der Umgebung an dieses Auto anlocken. Ich habe jetzt den Motor angelassen. Die stellen sich da noch schön rundherum. Davon ist zumindest auszugehen. Und mal sehen, wohin das führt.
So, hier ist immer noch hinterm Zaun ein bisschen Party. Seid ihr mittlerweile schlauer, was die Wegfindung angeht? Ich hoffe nicht. Gut, gehen wir mal kurz hoch. So, und das Bett, das kommt hier in den Raum. Was ist das hier für ein Raum? Machen wir hier ein Schlafzimmer draus, vielleicht mit dem anderen Raum zusammen, war. Lass mal hier, weil hier ist eine Tür drin. Auch wenn ich gar keine Tür brauche, ich komme hier eh nicht hoch. So, also Bett. Zack, dahin. So, jetzt kann ich mal schauen, dass ich hier den Krempel aus dem Rucksack erstmal irgendwo rausschmeiße. Machen wir mal hier einen Waffentisch. Das da? Hä? Ah ja, da, komm. Pack da mal alles rein, was irgendwie nach Waffe aussieht. Ich meine, Hammer und Schraubenschlüssel. Ist egal. 4 Batons, okay. Ist sogar Munition drin, guck mal. Da ist auch ein Schuss drin. Oh ja, passt schon. So. Die tun wir einfach mal platzieren. Zack. Und den hier auch. Übrigens, was man hier gerade sieht, ne, dass diese Waffe, die ist hier jetzt, ich gehe mal kurz weg, macht hier einen unschönen Grafikfehler. Ne? Die nächste Version vom Project Zomboid haben sie jetzt gezeigt. Gab gerade wieder einen Snapshot. Das heißt, ein Snapshot nicht, die haben so Updates wie Development-Videos. Und da bin ich richtig ich freue mich schon drauf, würde ich sagen, weil das wird dann nicht mehr passieren. Die updaten ihre Engine und dann kann die Engine besser mit sowas umgehen, mit 3D-Objekten und Sprites gleichzeitig. Das wird der Performance zugutekommen und tatsächlich halt auch verhindern, dass sowas passiert. Und das ist so eine Sache, die schon gelöst ist. Also da, die sind gerade noch dabei, so ein paar Edge Cases, wie sie sagen, zu fixen, die da entstehen können. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das wohl schon ziemlich gut. Definitiv eine Sache, auf die man sich freuen kann. So. Das kommt mein Rucksack. Das kommt da rein, die Wasserflasche. Ja, ist egal, bald ist erstmal so. So. Warum passt denn der jetzt hier nicht rein? Muss ich nicht verstehen, oder? So, ich hatte mal wieder die übliche Kurzunterbrechung. Hab die aber genutzt, um mir einen Tee zu machen. So. Nun muss ich aufstoßen, weil ich zu hastig getrunken habe. Aber wir waren hier beschäftigt und sind gleich so weit, dass wir wieder schlafen gehen können. Mache ich aber nicht. Hau mir einfach Vitamine rein. So. Und dann gucken wir nochmal draußen. Hier könnte man eigentlich auch mal wieder die Dinge. Achso, ja, richtig. Kümmere ich mich gleich drum. Ausgießen. Ausgießen. So. Die füllen wir dann gleich auf. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Ich wollte ja ein Bett holen. Genau, ein Bett. Und am Auto sollten sich mittlerweile auch ein, zwei Zombies vorher versammelt haben. Was habe ich heute für einen Tee? Ein Grüntee. Der hilft mir, mich zu konzentrieren. Guck mal, aber mit dem Speer scheint es wirklich angedacht zu sein, dass man. Ey, bist du? Dass man durch den Zaun haut, weil da funktioniert super. Auf jeden Fall besser als mit der Axt. Mit der Axt wirkt es wie ein Glitch. Mit dem Speer wirkt es wie Absicht. Na ja. Boah, ist schon wieder so eine Riesengruppe. Ah ja, geht schon. Wir kommen klar. Hoffe ich. Huch. Nee, 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 nee. So nicht. So nicht, Freundchen.
Ob das jemals sicher sein wird. Naja, wir arbeiten dran, ne? Ups. Hui, da hatte ich Glück, dass da hat mich gerade mein mein Fitnesswert gerettet, weil ich habe nicht reagiert. Das war der Charakter selber. Den hatte ich voll übersehen. Und wenn er von hinten gekommen wäre, hätte er mich wahrscheinlich gebissen. Ja. Oh, da war der Speer kaputt. Ja, wir haben ja noch eine Axt. So. Gut. Die hält zwar auch nicht mehr lange, die Axt, aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Liegt so viel Zeug rum. Und ich mache dann einfach mit dem Hammer weiter. Mal schauen. Oh, nicht schlecht. Das ist gut. Warte mal. Was passiert, wenn ich hier mit weitermache? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das keine gute Idee ist. Ich mach's mal nicht. Ja, erstmal schaue ich, was da unten so auf mich lauert. Ich muss ja nicht zwingend gleich losballern, ne? Andererseits, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mach halt. Deswegen mag ich die. Die hat so eine Art Schnellfeuermodus. Die Waffe. Das heißt aber nicht, dass ich den benutzen muss. Oh, guck mal, da waren wir hier im Gebäude. Ey! Ja, toll. Ich liebe das, wenn die grün markiert sind und man trifft sie nicht. Bin ich leer? Ja, ich bin leer. Macht nichts. Oh Gott. Macht theoretisch nichts. Hier liegt bestimmt noch irgendeine Waffe rum. Der da zum Beispiel. An der Axt bin ich ja direkt schon erfolgreich vorbeigerannt. Übertreibe ich es hier? Vielleicht. Ruckel, sehr gut. Mir ist übrigens bewusst, dass ich die ja gerade zu meinem Seil locke, aber ich denke mal, die Menge hält sich so noch in einem Rahmen, den ich managen kann, ohne meine Basis jetzt
zu dolle zu korrumpieren. Wenn natürlich jetzt gleich noch 100 von unten kommen, dann ist ein Problem. Ah, das wird sich gleich zeigen. Ich zoome mal ein Stück raus und gucke nach links. Ja, passt. Alles gut. Alles gut, das kriegen wir hin. Ja. So. Auch wenn es mir ein bisschen unangenehm ist. Wollte ich nicht im Bett holen? So viel zu guten Vorsätzen. Ja, easy. Was hast du denn da für ein geiles Gewehr auf dem Rücken? So, zeig mal her. Perfekt. Als hätte ich sie rufen. So. Setz dich mal in die Leichen. Und dann schauen wir mal. Ach, das ist so ein Spaß 15, aber ohne ohne Munition. Na gut. Sieht sonst aus. In der Richtung ist nichts. Ja. Krass. Schau mal, haben wir das Haus da auch irgendwie aktiviert? Also auf jeden Fall sind die Tore offen. Ja, das ist eine Menge Spaß zu haben. Ja, ich trinke mal kurz meinen Tee hier. Wie sind wir denn eigentlich mit einer Stumpfwaffe drauf? Ah, ist ja super. Eine Klingenwaffe. Levelt auch bald. Ja, cool. Kurze Klingenwaffe. Das ist die beschissenste Waffe. Die mag ich ungern. Die braucht zwar kaum Ausdauer. Aber wenn man die mal benutzen kann. Ja, die braucht zwar kaum Ausdauer, aber die macht halt auch kaum Schaden. Das ist das Problem bei den Dingern. Also wir können ja mal hier so ein Messerchen uns schnappen. So eins. Ja. Das andere machen wir hier hin. Kann man damit auch durch den Zaun pieksen? Eigentlich würde es Sinn machen. Bisschen, wa? Geht. Cool. Pieks. Na? Darf ich dich pieksen? Komm mal ran. Hier steht doch einer, oder? Ich habe mal so ein bisschen Angst, dass die durch den Zaun glitschen und mich anpieksen, anknabbern können. Also tatsächlich ist es wohl so, dass wenn man die Stumpfwaffe diese kurze Waffe ziemlich hoch hat und gleichzeitig hohen Fitnesswert hat, dass man dann kaum noch Ausdauer verbrennt, wenn man Zombies piekst. Also tatsächlich stellt man sogar wahrscheinlich mehr her, als man verbraucht beim Kämpfen. Deswegen gibt es manche Leute, die Dinger mögen, weil ich sehe es ja selber, ich mache kaum Schaden. Ich finde das irgendwie uncool. Also ansonsten die einzelnen Zombies, ja, kann man machen. Wir machen das jetzt einfach mal, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die hier so nur einzeln ankommen. Na.
Nicht frech werden hier, Leute. Aber die Reichweite lässt halt auch sehr zu wünschen übrig von den Teilen. Und alles dauert länger. An sich geht's ja. Aber es ist, wie gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch damit zu kämpfen, weil man die so dicht rankommen lassen muss. Und es kann sogar passieren, also wenn man richtig dicht dran geht an so einen Zombie, ich kann es mal vorführen. Nee. Macht er nicht. Ah, das ist auch an diverse Rahmenbedingungen geknüpft. Aber genau, dann macht er die Animation und da kann es passieren, dass das Messer im Zombie drin stecken bleibt. Das hasse ich. Das hasse ich wie die Pest. Weil dann steht man plötzlich ohne Waffe da. Ich weiß nicht, wie groß die Chance ist. Und eigentlich ist es immer eine gute Animation, weil der Zombie dann insta-dead ist, egal wie viel HP er hat. Aber es kann halt trotzdem sehr vernachteilt sein, gerade in der Hektik. Wie immer noch. Die sind wahrscheinlich alle da reingewackelt, weil ich hier rumgeballert habe, ne? Man schubst keine Frauen. Echt jetzt? wie unpassend das Geräusch. Ah, die steht immer noch um mein Auto. Na. Bisschen mache ich noch ein bisschen besser, aber dann reicht es auch gleich. Na gut, wenn man immer den Rhythmus raus hat, dann geht's, ne? Das ist eigentlich doch einfacher als gedacht. Ich muss bloß den Abstand richtig abschätzen. Das ist das größte Problem, finde ich. So. Der Held kann schon was ausführen. So. Ah, da war es kaputt. So, dann nehmen wir mal das nächste. Ja, dann machen wir die Binnenmesser noch zu Ende einfach. Die sieht überhaupt nicht schlimm aus, ne? Gar kein Problem. Wirkt doch gar nicht ungesund, was ich hier treibe. Das war jetzt ganz normal. Boah, Alter. Was denn du? BOD-Zombie. Wisst ihr was? Kommando zurück, wir nehmen die Axt. Wir wollen ja auch mal fertig werden, ja. Ja. Ganz anders viel gleich. Wobei, die ist natürlich auch irgendwo Level 9, während das andere Level 4 ist. Also, ihr wisst, wie das Messer auf Level 9 abgeht. Vielleicht ein bisschen noch. Ein klein bisschen pieksen. Ich versuche das mal öfter zu benutzen jetzt in nächster Zeit. Einfach damit wir das auch ein bisschen hochleveln. Aber guck mal, also es scheint ja weniger zu werden und auch an unserem Auto. Ist jetzt ein bisschen weniger. Stellt euch schon mal darauf ein, dass man mindestens die nächste Folge
hier ganz viel Zeug zusammentragen werden und Loot. Meine, ich kill die ja nicht umsonst, also wird dann alles schön einsortiert und eingesammelt und die ganze Kleidung zerlegt und so in so ein Kram. Mal sehen, was geht. Wenn mich das Ruckeln vorher nicht umgebracht hat, warum ist denn das jetzt hier so? Ich renne heute nicht im Hintergrund. Eigentlich sollte es gehen. Pix. Pix. So. Eigentlich hier kurz klicken, levelt. Das Schöne bei der ist halt wirklich mit der Ausdauer ist man in einem sehr guten Bereich, ne? Für kleine Zombie-Gruppen ist so ein kleines Messer eigentlich eine nette Sache. Das sollte ich mir angewöhnen. Ich dachte, du wärst schon da. Nee, du bleibst in meinem Auto hängen. Echt jetzt? So. Jetzt machen wir hier den Motor mal wieder aus. Bisschen Strom und Sprit sparen. Ach, das hat ja fast gar nichts gebraucht. Aus. Jetzt wäre mal interessant, ob... So, die Batterie hat sich 100% vollgeladen. Also ich weiß nicht, wie viel sie vorher hatte, aber auf jeden Fall... Für den Zweck ist es super. Und da das leichtes Geräusch gemacht hat, sind halt auch Zombies dahin gelaufen und haben sich so rundherum versammelt. So. Rundherum? Drumherum? Na, hier kriegen wir langsam Corpse Sickness. Oh, was ist denn hier los? Brauchen wir eine Waschmaschine? Das ist ja krass. Hier? Ist das? Oh. Oh, Käsenudeln. Hau rein. Getrockneter weiße Boden. Ja, nice. Hier was Interessantes. Batterien. Nehme ich auch mal mit. Plane, Metallstange und Beil, Holzhammer. Ich dachte, mit Schrauben ist auch gut. Können wir hier brauchen, wenn wir unsere Basis da ein bisschen ausbauen wollen. So. Also vor allem diese ganze Menge Zombies, die wir gerade gekillt haben, könnte davon ausgehen, weil das aus dem Gebäude hier. Das ist meine Vermutung zumindest. Na, ich gehe jetzt mal hier rein. Ich traue der Sache zwar noch nicht. Aber ich denke mal, wir haben hier ein bisschen... bisschen Ruhe. Gleich mal. Was ist das denn? Ich muss natürlich sagen, ich habe so ein bisschen Respekt vor solchen Geräuschkulissen, wie wir sie hier haben. Hat er die beide voll gekriegt? Ja, einigermaßen. So, Lötkolben. Passt da immer noch nicht rein. Ja, macht nichts. Habe ich eigentlich... Jo. Ich sollte öfter mal in die Mülleimer gucken. Der geneigte Zuschauer wird feststellen, dass ich vor zwei Folgen fast an einer Lebensmittelvergiftung gestorben bin und hier jetzt wieder fröhlich aus Mülltonnen fresse. Aber ich versichere euch, das hat nichts miteinander zu tun.
Es ist nur Zufall. So, jetzt wir haben Teil 4 haben wir schon drüben, ne? Die anderen passen die noch in den Rucksack? Ja, sehr geil. Das Ding kann ich auch mal mitnehmen. Ja, passt sogar noch ein bisschen Loot rein. Wir gucken uns mal ein bisschen um hier im Gebäude. Vielleicht finde ich noch ein Messer oder sowas. Noch ein bisschen Essen. Oder ein Bräter. Nehmen wir mal mit. Auch wenn ich nicht denke, dass man den benutzen wird. Ein Herd könnte ich eigentlich auch mal mitnehmen, wa? Ja, eins am anderen. Habe ich denn irgendwas, was ich mal als Waffe missbrauchen kann? Den hier. Guck mal. Die Vergangenheitsluno hat hier schon gewütet. Wie ein Tier. Hat er auch schon die Küche gelootet? Erste Hilfe Band 5. Turtlenecks, Sleeveless, okay. Kurzärmeliges Hemd. Ein Kühlschrank haben wir sogar drüben im Polizeigebäude. Und eine Mikrowelle. Also wir können ein bisschen kochen, wenn wir das drauf anlegen würden. Nur die Mülltonne hatte ich gelootet, ne? Da war Melone drin. Und die Mülltonne hier? Geil. Kalorien. Frischer Mülltonnen-Hotdog. So, hier war ich anscheinend auch schon drin. Hier noch nicht. Cool. Da sage ich nicht nein. Weinglas? Ja, da sage ich doch nein. Ein Weinglas brauche ich gerade nicht. Okay, ist nichts. Im Bett. Eine leere Kommode. Und? Ja, brauche ich nicht. Ist immer noch so, als würde ich hier Zombies atmen hören. Hä, warte mal, hier muss doch auch eine Küche. Achso, hier war ich gerade. Okay. Bin leicht verwirrt. Hier ist keine Mülltonne, ne? Okay. Ist hier was? Hier irgendwo atmet er, ne? Das. Genau. Ich würde gerade sagen, erschreckt euch nicht, wenn ihr hier hinter einer Tür steht. Wahrscheinlich habt ihr euch erschreckt. Ich habe mich nicht erschreckt. Nein, kein bisschen. Deswegen muss ich jetzt auch lachen. Scheiße, ey. Dicker, verrottetes Hackfleisch. So. Okay. Ein Hammer. Wir können eigentlich mal einfach hier drin eine Nacht verbringen, oder? Spricht ja nichts dagegen. Wir haben Dosen mit Kartoffeln. Polizeiwache drüben, na, da tut sich eh gerade nichts. Schlafen wir einfach mal hier in einem ordentlichen Bett. Oh, und ist wieder einigermaßen hell. Ah, oh, Vitamine, geil. Guck mal, die Ermüdung ist jetzt mal auf Null. Das hat man schon lange nicht mehr. Aber dann tun wir das hier heute ja noch fertig looten, würde ich sagen. Also mindestens noch die Etage, die hier drüber ist. Ich glaube, dann sind wir schon so weit. Dass man, die anderen hat man schon von oben. Also hier steht auch nicht ohne Grund die Tür offen. Kann sein, dass wir schon waren. Ja, hier waren wir garantiert schon.
Gut, ich glaube, dann können wir das hier wohl einfach mal abhaken. Was aber so viel heißt wie die ganze Stadt liegt noch vor uns. Und wenn man hier drin was übersehen haben, ja, dann ist das so. Dann traue ich der Sache nicht nach. Also wirklich, diese Stadt ist so riesig mit so viel Loot. Da müssen wir uns hier nicht wuschig machen. Wichtig ist erstmal, dass wir hier die Zombie-Population in den Griff bekommen haben. Einigermaßen. Ich will nicht sagen, dass wir sie komplett unter Kontrolle haben, aber durchaus die Sache ein wenig reduziert und verbessert. Wir können ja mal. Oh, warte mal, hier sind noch Müllcontainer, die ich wahrscheinlich noch nicht durchsucht habe. Jo. Penner-Perk, ich liebe es. Ja, pack das mal ein. Erstmal später. Das ist ein Pilz, okay. So, dann gucken wir mal hier rein. Hier sind die nämlich garantiert alle hergekommen. Ich mache trotzdem Schleichmodus. Ja, Dünger brauche ich gerade nicht. Die schaben hier auch gegen die Fenster, das ist irgendwie uncool. Na, also ein Indiz, dass hier die Zombies rausgekommen sind, sind, dass hier schon überall die Türen fehlen. Weg zum Kosten. Die Geräuschkulisse fällt mir mal nicht in solchen Gebäuden. So, Leute, nicht erschrecken. Hier ist ein Zombie dahinter. Gradzeitung, okay. Diese Brille. Ja, irgendwo drückt sich einer gegen ein Fenster. Bratpfannendose mit Suppe, ja. Ich sollte essen, wenn ich kann, also für die Kalorien. Auch das Zeug hier unbedingt, wenn es immer offen ist. Elektrotechnik 4 brauche ich nicht. Schneiderei 4. Jo, das brauchen wir. Nehme ich direkt mit. Leerer Waffenkoffer. Und ja, mit ein bisschen Munition drin. Warte mal, pack das mal aus. Die nehmen wir mit. Ja, schön gesagt, dass mir die Geräuschkulisse hier nicht gefällt. Aus irgendeinem Grund zu atmosphärisch. Make-up. Z5. Dose mit Suppe. Verdächtig großes leeres Schlafzimmer. Wenigstens die erste Etage möchte ich hier noch erkunden. Selbst hier, also hier im Bad müssen mehrere Zombies gewesen sein, sonst wäre nicht eine Metalltür kaputt gegangen. Hier müssen mehrere Zombies drin. Ah ne, müssen nicht. Das ist Quatsch. Steht hier Müsli? Müsli ist gut.
Junge. Gib mal her. Und noch mehr Dosenkram. Ja, die Schüssel werde ich vielleicht auch mal mitnehmen. Und dann essen wir mal hier noch ein bisschen davon. Für die Kalorien. Schnell aufs Telefon. Und mit. Natürlich ist hier langweilig. Natürlich. Ich kennt man ja, ne? Man ist von Zombies umzingelt, überall klappert es. Eben hat man noch 500 Stück mit einem Baseballschläger gemacht. Oh, nervt. Boah, die sind ja alle rausgefallen aus den Fenstern. Hm. Das ist jeden von meinem Mod. Den mal lesen. Das macht Rezepte. Funkgerät verbessern kann man damit, genau. Ist nicht wirklich sinnvoll für uns, aber ich möchte es haben. Kommt natürlich dann auch mit nach den Rüben. Ja. So, das kommt mit. Und damit ist die erste Etage fertig. Sagten die Zeit. Naja, 5 Minuten noch. Ich gehe mal rüber und baue das Bett auf. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Oh, na, na. Lasst euch nicht stören. Ich bin auch bloß ein Zombie, der zufällig ein Buch trägt. Mach ich das gut? Ach, na gut. Na gut. Ich sag, dass wir in der nächsten Folge echt zu tun haben werden, den ganzen Mist einzusammeln. Wer weiß, wie viel da drinnen wieder rumhängen. Na, ich möchte es gar nicht wissen. Ja, aber cool, dass das so gut geklappt hat. Ja, genau. Dann baue ich jetzt das Bett auf. Beende die Folge. Schenkt mir eine weitere Tasse Tee ein. Und dann nehme ich noch eine Folge auf. So. Du kannst bei... Er hat gerade beim, also der Balken ging ja nicht weg, ne? Dementsprechend hat er gerade beim Hochklettern gelesen. Echter Bücherwurm. Ja, geil. So. Aber jetzt muss ich das leider unterbrechen und wir schmeißen das mal hier hin. Zack. Blub. Blub. Und das kannst du mal ins normale Inventar nehmen, weil sonst darf ich es nicht platzieren. Darf ich es drehen? Ich glaube ja, wenn ich es... Genau so. Ja, mach mal. Auch wenn du dann wahrscheinlich mittendrin stehst. Ja, gut, macht nichts. Darf ich das da wegmachen? Kann ich es auch zerlegen? Ja. Komm, wir zerlegen es mal. Dafür müsste es einen Hotkey geben. Gut, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen und habt noch einen schönen Tag. Macht's gut.